Avantgarde gegen Haute Couture. Das gefällt mir. 10 Seiten und die Fotos bekomme ich morgen Abend. Emilie und ich werden euch beweisen, dass wir auch ganz gut ohne euch zurechtkommen. Ja, und wo kann man denn euch und euer mobiles Heim finden? Auf dem Campingplatz am Rhein. Geil. Wir machen hier übrigens morgen ein Fotoshooting. Ist ja aber sehr kurzfristig. Zusammen schaffen wir das, oder? Wo ist Juri eigentlich? Sag Rebecca, in einer halben Stunde ist er da. Juri! Ubikuti! Govno jedno! Verdammt, du Scheiße, was machst du hier? Wie bist du hier reingekommen? Ich hab geklingelt. Du hast verschlafen. Das Schuldig, alle warten auf dich! Scheiße. Scheiße! Ruf ein Taxi. In 10 Minuten unten. Ja, es ist mir vorhin schon aufgefallen, muss am Boiler liegen. Ja, dann mach was. Wann? Jetzt? Ich muss mir die Haare waschen. Mann, die riechen total nach Zwiebeln und Bratfett. Ich wurde sogar schon drauf angesprochen, das geht gar nicht. Und ich muss den Imbiss Mittag aufmachen und wenn ich bis dahin nicht fertig bin, kann ich nichts verkaufen. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich muss auch zurück ins Büro. Ja, und wie lange brauchen Sie? Okay. Ja, danke. Da fällt mir was ein. Und zwar ein bisschen die Werbetrommel rühren. Deinen Kollegen Bescheid sagen, denn je besser das Geschäft läuft, desto eher können wir uns eine eigene Wohnung leisten. Wir können uns eine eigene Wohnung leisten. Es geht nur um den blöden Schufa-Eintrag. Ja, das ist doch das Gleiche. Überleg doch mal. Ich muss den Mietvertrag unterschreiben. Das heißt, ich muss Geld verdienen. Und das tue ich ab heute. Du musst dich nur ein bisschen gedulden. Oder willst du zurück zu deinen Eltern und dir die blöden Sprüche von Thomas anhören? Hm? Vielleicht geht's ja, wenn ich mir einen Zopf mache. Ja. Das Taxi. Fahren zuerst ins Büro, die Sachen holen. Die Kleider sind schon auf dem Schloss. Inklusive dem neuen Kleid. Ach, endlich. Hallo. Wo kann ich sie hinbringen? Schloss Königsbrunn. Hier, für die Mittagspause. Emilio eröffnet heute. Emilio? Mhm. Super. Ich habe sein Futter schon echt vermisst. Steht dir gut? Mit den Haaren so. Burrito? Was soll das sein? Gefüllte Tortillas. Also man kann wählen verschiedene Salsas, Guacamole oder Sauerrahm. Dazu gibt's Reis, geschmorte Bohnen, Hackfleisch oder Zwiebeln. Oh, ich kann es förmlich riechen. So ein Ding hole ich mir nachher auf jeden Fall. Ja. Sag mal, kann dein kleiner Latino nicht irgendwo anders die Landschaft verschandeln? Wovon redest du?
Von der fahrbaren Hippie-Hütte, die so gut in die Nachbarschaft passt. Das ist ein Imbisswagen. Der steht 100 Meter weit weg. Und da bleibt er auch stehen. Burrito Mania. Ja, also, falls du dich fragst, ob wir die Genehmigung haben. Alle. Und in doppelter Ausführung. Es gibt also nichts, woraus du uns einen Strick drehen kannst. Na, wenn das so ist. Lass in den Müll und meine Post, bitte. Hier, Injojo eröffnet heute. Sag mal, bist du das? Was? Dieser Geruch von Fett und Zwiebeln. Hast du in der Fritteuse übernachtet? Was? Nein, natürlich nicht. Ich hab nur ein bisschen ausgeholfen, das ist alles. Ist ja gut. Mit Justus. Okay. Nein, das nicht. Nimm das hier, ja? Du willst Joris Kleid zurückhalten? Wir hatten abgemacht, keine neuen Modelle. Also bleibt das Kleid unter Verschluss. Rebecca, glaubst du wirklich, dass er das nur gemacht hat, um dir die Show zu stehlen? Warum denn sonst? Er weiß ganz genau, dass meine Modelle alle bekannt sind. Wenn er mit was Neuem kommt, dann bekommt er die volle Aufmerksamkeit. Rebecca, das ist doch klar. Vielleicht ist es auch einfach nur zufällig mitgeliefert worden. Nein, das war mit voller Absicht. Jetzt ist auch noch zu feige, hier aufzutauchen und dazu zu stehen. Der steckt bestimmt einfach nur im Berufsverkehr fest. Die Ausrede habe ich vor Lotti auch schon benutzt. Ich habe ihn auch noch gedeckt, ich doofe Kuh. Weil da wusste ich auch noch nicht, mit welchen Tricks er spielt. Wo ist Juri? Wenn man vom Teufel spricht. Schön, dass Sie es doch noch mit mir gemacht haben. Tut mir leid. Wie weit sind wir? Ach, danke, dass du dich mal alles gekümmert hast. Okay. Das da siehst du ihr an. Komm mit. Heißt das, wir können doch noch auf den Kopf der neuen Kollektion hoffen? Lass mich überraschen. Und denk dran, heute geht es nicht darum, schön auszusehen. Das ist ein Kampf. Vandalen gegen Hausherren. Anna! Tut mir leid, sie ist bei einem Shooting. Tja, das kann den ganzen Tag dauern. Ich werde Rebecca ausrichten, dass sie angerufen haben. Ja, sie wird sich melden, sobald sie Zeit hat. Gerne. Auf Wiederhören. Na gut. Ich dachte, ich leg mal ein paar Köder aus. Nachos mit Salsa, um die Kollegen anzulocken. Mhm. Leg noch ein paar Flyer dazu hier. Willst du mal probieren? Nee, grad nicht. Ich bin so aufgeregt. Das mit dem Laden muss brummen. Bist du alle Flyer losgeworden? Klar. Es freut sich schon alle, dass es endlich wieder Essen von dir gibt. Oh, du hast sie aber ganz schön eingedieselt heute, hm? Irgendwie muss ich ja den Braten uns übertünchen. Ansgar hat mich gefragt, ob ich neben einer Fritteuse geschlafen habe. Weißt du was? Um den Boiler kümmere ich mich gleich. Aber erstmal treffe ich mich mit deinem Vater wegen des Dekokrams für den Wagen. Und heute Abend kannst du endlich drin duschen, das verspreche ich dir. Es soll ja nicht jeder mitkriegen, dass ich in einer Frittenbude hause, okay? Okay, gut. Mmh. Lecker.
Alles klar? Ja. Ich bin fertig. Im Keller haben wir noch weitere Dekorationsartikel. Für den nicht. Bin froh, wenn der Kram wegkommt. Na? Schon aufgeregt? So, die Genehmigungen sind da. Der Kühlschrank ist voll. Aber? Nix aber. Begeisterung sieht anders aus. Kim? Ist Tanja da? Schon seit ein paar Tagen nicht. Soweit ich weiß, ist sie auf einer Messe. Und wann kommt sie zurück? Keine Ahnung. Und Rebecca? Auf dem Shooting. Worum geht es dann? Ich will so schnell es geht wieder anfangen zu arbeiten. Ich meine, Mutter sein ist toll, aber auf Dauer immer nur Windeln wechseln und Fläschchen geben. Ich muss mal was anderes sehen, den Duft der großen, weiten Welt riechen. Riechst du das? Nein. Es riecht irgendwie nach Röstzwiebeln. Also ich riech nichts. Okay, Kim meint, dass sie stinkt. Wegen dieser ganzen Kocherei. Dabei benutze ich schon nur wenig Fett. Aber gut, Zwiebeln, die stinken nur mal, wenn man sie anbrät. Aber ich brauche die für einen richtigen Burrito. Dann zickt seit heute Morgen auch noch die Dusche rum. Und vermutlich nicht nur die Dusche. Also Kim kann gerne auch hier duschen. Allerdings müsst ihr dann zugeben, dass es nicht ganz geklappt hat mit ihrer Selbstständigkeit. Von wegen Hotel Mama. Ja, aber sag ihr bloß nicht, dass wir darüber geredet haben. Die flippt aus, ich sag's dir. Das bleibt unter uns. Soll ich Rebecca ausrichten, dass du da warst? Emilio macht jetzt in Burritos? Mhm. In dem alten Wagen vom Bahnhof, der unten steht? Ja. Burritos? Macht man die mit Röstzwiebeln? Nicht, dass ich wüsste. Sag mal, wo wohnten die jetzt eigentlich, du und Emilio? Nirgends. Also, so wie immer. Wieso? Oh, ich hab gehört, ihr sucht eine Wohnung. Nee, das hat nicht geklappt. Aha. Was ist nicht langsam wieder los? Jetzt nimm's dir nicht so zu Herzen. Kim meckert ständig. Und gerne. Unsere Prinzessin auf der Erbse. Daran bin ich nicht ganz unschuldig. Die weiß schon, wie man jemanden um den Finger wickelt. Das hat sie von ihrer Mutter. Aber sie ist zäh. Wenn sie sich was vorgenommen hat, dann zieht sie das auch durch. Da ist sie nicht klein zu kriegen. Was soll das? Geh weg! Du bist die Röstzwiebel! Lass mich in Ruhe! Weil du in dem Imbiss wohnst. Schwachsinn! Dana hat gesagt, ihr seid bei deinen Eltern ausgezogen, weil ihr jetzt in dem Wohnwagen wohnt. In dem Emilio jetzt Burritos macht. Krass. Sag mal, wie hältst du denn das aus? Gar nicht. Das ist grauenhaft. Ja, los, bewegt euch ein bisschen. Zieh einmal an den Haaren. Ja? Nein, nicht so! Komm, pack sie, zieh richtig. Ich will, dass du kämpfst. Du bist eine Kämpferin. Entschuldige, wenn das ein bisschen authentisch ist, dann muss das so sein. Los! Hey, du musst dir das nicht gefallen lassen, ne? Greif sie ruhig auch an. Was soll ich denn machen? Ja, was weiß ich, zieh die Tasche über den Kopf. Ja! Das Kleid muss nach vorne. Die Models müssen die Position wechseln. Ja, super, was? Super. Das Kleid muss mehr zur Geltung kommen. Wen da machst. Sie ist geschafft, in so kurzer Zeit ein so aussagekräftiges Kleid zu zaubern. Ein gutes Team. Eine gute Assistentin ist nicht mit Gold aufzuwiegen. Bin ich seine Assistentin. Kindermacht! Super, gib mir mehr davon. Los! Kommt ihr bitte? Got no design with a hand in the flames.
Wann können wir die ersten Bilder sehen? Ich setze mich gleich mit dem Fotografen zusammen. Und sobald wir eine Auswahl getroffen haben, werden Sie die Fotos bekommen. Gut. Ich wollte mich noch von Juri verabschieden. Tja, ich fürchte, der ist schon gegangen. Der hat bestimmt noch einen ganz wichtigen Termin. Wunderbar. Ich sag ja immer, ein wahrer Künstler ist auch immer etwas ungehobelt. Und dafür lieben wir sie doch, nicht wahr? Ja. Arschloch. Alles riecht fettig. Klamotten, Bettwäsche, Unterwäsche. Das ist ein Albtraum. Ich sagte, den Geruch kriegst du nie wieder raus. Ich habe mal in einem Burgerladen gearbeitet. Echt? Aber nur für 3 Stunden, dann habe ich gekündigt. Das war so ekelhaft. Und ich habe mir auch noch die Fingernägel abgebrochen. Wenn ich wenigstens duschen könnte, das... Was, in dem Ding gibt's doch nicht mal eine Dusche? Doch, schon, aber da kommt einfach so wenig raus. Das geht ja gar nicht. Ja, das muss halt repariert werden. Zieh da aus! Das geht nicht. Ich hab's dem Mio versprochen. Wir schaffen das alleine. Zusammen. Und dann geht ihr zusammen vor die Hunde? Wie romantisch. Und dann gibt's auch Ungeziefer? Nein. Trotzdem. Ein Tag ohne Dusche, das würde ich nicht aushalten. Weißt du, was ich machen würde? Dann ist das Projekt erledigt und du kannst wieder menschenwürdig wohnen. Aber ich würde es wie einen Unfall aussehen lassen. Mit dem Wagen erfüllt sich Emilio einen Traum. Wie kann ich mich einfach so abfackeln? Ich sag nur, wie ich es machen würde. Ich zieh das durch. Gemeinsam. Mit Emilio. Der Kredit war eigentlich für den Aufbau des Gestüts gedacht. Aber ich habe ihn einfach veruntreut, um in die Suche nach Hagen zu investieren, weil die Suche einfach so aufgegeben haben. Naja, dafür hätte ich in den Knast gehen können. Aber Ansgar verzichtet auf rechtliche Schritte. Ich muss ihm das Geld natürlich zurückzahlen. Ich darf jetzt für ihn arbeiten als Pferdewirtin. Wahrscheinlich auf Lebenszeit. Sag mal, hörst du mir eigentlich zu? Ja, klar. Mehr als 100.000 Euro, da kannst du ein Leben lang verarbeiten. Hauptsache, die Suche wird nicht eingestellt. Sie finden Hagen. Ach, heute war das Shooting. Auf dem Schloss für die Rotfeld. Ich habe die ganze Nacht an einem Kleid gesessen. Mit Juri. Echt? Erzähl. Es war okay. Okay? Ja, es hat Spaß gemacht. Aber? Nichts. Wir haben gearbeitet und dann ist es spät geworden. Ja, und dann? Hat er heute Morgen verschlafen. Du, ich muss echt wieder zurück. Was? Nein, du hast noch mindestens eine halbe Stunde Zeit. Was ist eigentlich los mit dir? Du bist die ganze Zeit schon so abwesend. Es ist echt Eisen auf. Echt okay, wirklich. Du kannst mir nichts vormachen. Jetzt red Klartext. Also. Und dann ist er aufgesprungen und hat mich gewürgt. Er hat dich gewürgt? Was ist denn das für ein kranker Typ? Nimmt er Drogen? Nein. Also, keine Ahnung. Es war auch wirklich nur ganz kurz.
Und irgendwie wie im Halbschlaf. Also für mich klingt das nach einem ziemlichen Psychopathen. Das war ein Reflex. Ja, das macht's auch nicht besser. Er war ein anderer Mensch. Er hat sogar in einer fremden Sprache gesprochen. Sei bloß vorsichtig. Also an deiner Stelle würde ich mit ihm nicht mehr alleine irgendwo hingehen. Martha, das ist schon das zweite Mal, dass er so neben sich steht. Kannst du dich an den Typen im No Limits erinnern? Das war was ganz anderes. Ja, aber nur weil Juri auf deiner Seite war. Jetzt bist du das Opfer. Als er wieder klar wurde. Sein Blick. In dem Moment. Da konnte er selber nicht glauben, was er da gerade gemacht hat. Er hat sich vor sich selbst erschrocken. Und jetzt? Brauche ich, glaube ich, ein bisschen Abstand. Was mit der Stelle als Assistentin? Hätte er mir sowieso nicht gegeben. Hey. Hey. Bist du ja wieder. Ich habe frische Luft gebraucht. Oh, lief das Shooting nicht gut. Kümmerst du dich bitte um den Rücktransport der Kleiderständer? Mhm. Lotti Rothfeld hat angerufen. Was? Ja, die Fotos gefallen ihr so gut, dass sie beschlossen hat, sie aufs Cover zu setzen. Nein. Ja. Das Drucklayout, der sie per E-Mail senden. Vielleicht ist es ja schon da. Ja, komm, mal gucken. Entschuldigung, ich hab mal ganz kurz rein. Da ist eine Mail. Frischer Wind. Juri Adam krempelt LCL um. Boah. Der Typ hat's ja echt drauf. Martha! Hast du sowas schon mal gesehen? Wir sind auf dem Cover. Sag mal, was macht Juri eigentlich immer so abgefahrenes Zeug? Für Juri zählt das klassisch schön und elegante. Er setzt mehr auf Stilbrüche, auf den Gegensatz, verstehst du? Nein. Wenn meine Oma mich in so einem Fummel sehen würde, die denkt auch, ich habe das aus der Altkleidersammlung gezogen. Das hat er erst gestern Abend gemacht. Woher weißt du das? Ich habe ihm geholfen. Du kannst so Designerkram? Echt jetzt? Mhm. Also, er hat natürlich die Hauptarbeit gemacht. Ich habe nur assistiert. Trotzdem, das ist dein erster Titel. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch, Martha. Super. Hey, Muchacho. Hey. Na? Hier. Für den Start in deine Selbstständigkeit. Danke. Was machst du eigentlich hier? Ich habe mir extra freigenommen. Jetzt sag bloß, du willst mitmachen. Ja. Was hast du denn gedacht? Geil, das hast du dir gemerkt. Dankeschön. Wow. Hast du mal eine Schürze für mich? Du meinst es ernst, oder? Na dann, pass auf, du kannst erst mal die Karten auf die Tische stellen. Geht nämlich gleich los. Hey, hallo. Hey. Na? Na ja. Hallo, mein Schatz. Wow. Hey. Hallo. Na du? Oh, das ist toll geworden. Dankeschön. Ihr könnt euch schon mal was aussuchen. Oh ja. Mhm. Ich habe einen Riesenhunger. So ein tolles Angebot. Klasse. Ich nehme auf jeden Fall Guacamole. Okay. Mhm. Und du? Ich weiß nicht. Ich guck. Dann fangen wir schon mal an. We'll be right back.
Wir hatten abgemacht, keine neuen Modelle, also bleibt das Kleid unter Verschluss. Rebecca, glaubst du wirklich, dass er das nur gemacht hat, um dir die Show zu stehlen? Warum denn sonst? Er weiß ganz genau, dass meine Modelle alle bekannt sind. Wenn er mit was Neuem kommt, dann bekommt er die volle Aufmerksamkeit. Das ist doch klar. Vielleicht ist es auch einfach nur zufällig mitgeliefert worden. Nein, das war mit voller Absicht. Okay. Juri Adam, du willst also Krieg. Den kannst du haben. Hey, Marlene, ich bin's. Sag mal, hast du vielleicht einen Moment Zeit? Ich würde mich gerne mit dir treffen. Ja, das erzähle ich dir dann. Im No Limits? Okay. Danke dir. Ciao. Hm, die riechen echt gut. Lenk nicht ab. Wie war die Nacht unter unserem Star-Designer? Konntest du alle seine Nähte aufdrehen? Wir haben gearbeitet. Und? Wie arbeitet er so? Außergewöhnlich. Oh. Sag mal auf mit dem Quatsch. Dann erzähl endlich mal was. Wie war die Nacht mit Juri? Er hat das Kleid designt, ich habe es genäht. Ja, und sonst? Hat er irgendwas gesagt oder was erzählt? Keiner weiß was über ihn. Wir haben nicht geredet, sondern nur gearbeitet. Hm? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Man zieht doch sonst immer alles allein durch. Also, ich war im No Limits und er auch. Und dann hat er mich mitgenommen. Du spinnst. Krass. Ist der verrückt? Martha, kommst du mal bitte. Das mit heute Morgen, das ist eine Sache. Aber dass du jetzt jedem davon erzählst, ich hätte das nicht von dir erwartet. Was? Aber... Na komm, ist gut. Lass. Verschwinde! Damit du es weißt, ich... Ich hab das niemandem erzählt. Die Mädels wollten nur wissen, wie du auf die Idee mit dem Kleid gekommen bist. Und als du nicht beim Shooting aufgetaucht bist, da dachte ich, unsere ganze Arbeit ist dahin. Deshalb bin ich zu dir nach Hause gefahren, weil ich dir helfen wollte. Und als du mich dann gewürgt hast, da hatte ich Angst. Verstehst du das? Ich hatte Angst. Anstatt dich zu entschuldigen, machst du mir jetzt Vorwürfe. Du sagst, du hättest mehr von mir erwartet. Ganz ehrlich, ich auch von dir. €313.10 Nicht mal 2 Stunden. Ja, so kann es gerne weitergehen. So, Druck ist auch wieder auf der Wasserleitung. Und nicht nur da. Oh, wo denn noch? Oh, wo denn noch? Es ist zart. Oh ja, das ist es. Nein. Ah. Die beiden Kakis, die waren tiefgefroren, deswegen habe ich sie ins warme Bett gelegt zum Auftauen. Ist doch kein Problem, oder? Nee, ich liebe Gemüse im Bett. Was sind da noch alles? Kartoffeln? Nein, da ist nichts mehr versprochen. Ach, das geht nicht! Was geht? Du stinkst nach Zwiebeln. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, das ist mein Ernst. Hier stinkt alles. Hier stinkt es nach Zwiebeln, nach Bratfett, nach... Da wird mir schlecht von.
Ja, aber es lässt sich leider nicht vermeiden, wenn man richtige Burritos machen will. Ja, ist trotzdem ein Abtörner. Lässt sich leider auch nicht vermeiden. Hey, Glückwunsch! Toller Erfolg. Ich meine, so ein Cover auf der Rotfeld Glam Fashion. Dein Kleid schlägt ein wie eine Bombe. Du bist also Krieg? Nein. Tu nicht so. Ich habe keine Lust auf Spielchen. Ja, frag mich mal. Es war ausgemacht, keine neuen Sachen im Shooting. Warum hast du mir nichts von deinem neuen Kleid gesagt? Soll ich dich nachts um drei anrufen? Ja, zum Beispiel. Du setzt dich dann hin und schüttelst schnell was Neues aus dem Ärmel. Traust du mir das nicht zu, oder was? Ja, das ist dein Problem. Wir haben das Shooting gerockt. Wir? Du. Weißt du was? Ein Wir hat es nie gegeben. Du hast die ganze Zeit so getan, als wäre ich... Ach, und ich bin auch noch drauf reingefallen. Ursprünglich wollte ich ein, zwei neue Modelle fürs Shooting. Das hast du mir ausgeredet, ja? Weil du angeblich nur alte Sachen präsentierst. Rebecca, ich verstehe nicht, worum es geht. Wir wollten ein Shooting, wir haben ein Shooting bekommen. Wir wollten gute PR, wir sind auf dem fucking Cover. Du hast das immer noch nicht verstanden, hm? Wir befinden uns hier im internationalen Modebusiness, weißt du? Und da gelten Regeln und an die muss man sich halten. Ich weiß, dass du viel zu cool bist, um nach Regeln zu spielen. Aber ich dachte, wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Das waren wir vielleicht. Mit dir kann man nicht zusammenarbeiten, weil du nämlich auf alles und auf jeden scheißt. Weil es dir nämlich nur um dich geht. Aber das habe ich jetzt kapiert. Rebecca. Rebecca! Ich bin gefeuert, Dana. Was? Naja, ich meine, also fast so gut wie. Was ist passiert? Ich habe ihn angemacht. Also, ich habe ihm die Meinung gesagt. Juri? Na endlich. Das hat er auch bitter nötig. Was habe ich davon? Ich bin gefeuert. Wenn der nicht aushält, dass du ihm mal die Meinung sagst. Martha, er hat dich gewürgt und dir dann auch noch unterstellt, du wärst eine alte Tratschtante. Und entschuldigt hat er sich bis heute nicht, denn Juri ist ein selbstverliebtes, arrogantes Arschloch. Und es ist richtig, dass du dir das nicht länger bieten lässt. Das hast du nicht verdient. Hey, du kannst echt stolz auf dich sein, okay? Vor allem kann ich jetzt meine Sachen packen und nach Hause fahren. Okay, Vorschlag zur Versöhnung. Wir nehmen die Tageseinnahmen und gönnen uns für heute ein schickes Hotelzimmer. Zimmerservice, Whirlpool, frisch bezogenes Bett. Ach, komm schon, du kriegst auch eine Massage. Hm? Es braucht einfach so wenig, um glücklich zu sein. Wenig? Meine Familie kann von dem Geld einen Monat lang in Venezuela leben. Außerdem brauche ich die Kohle für den Einkauf neuer Waren. Für Zwiebeln oder was? Ja, ganz genau. Zwiebeln und Knoblauch, alles, was schön stinkt. Das brauche ich nämlich, um morgen hier verkaufen zu können. Ich habe aber keine Lust mehr an dieser blöden Frittenbude zu Hause. Super, und ich habe keinen Bock mehr, mir den ganzen Tag dein dämliches Gemecker anzuhören. Weißt du was? Am besten, wir ziehen einfach zurück zu deinen Eltern. Ha? Nein. Sondern? Wir ziehen aufs Schloss. Nein. Sondern? Ich gehe duschen. Dieser Typ, der ist einfach so selbstverliebt und egozentrisch. Der stand einfach nur da, hat mich angesehen, als wäre ich so eine hysterische Kuh, die sich aufregt, weil sie nicht im Mittelpunkt steht. Hey, das ist doch immer das Gleiche. Diese Typen machen Fehler und tun dann so, als hätten wir uns das alles nur eingebildet. Und am Ende sind wir diejenigen, die alles falsch gemacht haben. Zweite Fehler, bitte. Es beruhigt mich, dass du das auch kennst. Hallo? Jede Frau kennt das. Aber frag dich bloß nicht, ob Juri zu Hause sitzt und sie vielleicht denkt, ob er einen Fehler gemacht hat. Ja. Weißt du, der macht die ganze Zeit auf netten Kollegen, ja, und Teamgeist und so, und dann zieht er sowas ab. Danke. Was Juri da abgezogen hat, das geht gar nicht. Und wenn du das gewusst hättest, hättest du auch ein neues Teil entworfen. Naja, in einer Nacht. Jetzt lass dich von dem nicht so verunsichern. Du bist gut. Du bist mindestens genauso gut wie er. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie dieser Typ tickt. Und einen Fehler, ihm zu vertrauen, mache ich nicht nochmal. Ja, zeig's ihm, Bailey. Aber hallo, der kann sich warm anziehen. So gefällst du mir.
Du hast deine Sachen gepackt? Vorhin hast du was gesagt. Sorry. Ich hätte das ohne dich nicht hingekriegt. Okay. Nimm deine Sachen, komm mit. Was? Wohin? Na rüber. Du bist meine neue Assistentin. Halt! Warum gibst du mir jetzt den Job? Du brauchst da niemanden. Wenn du Mitleid mit mir hast, das brauche ich nicht. Ich brauche den Job nicht. Ich brauche dich, weil du gut bist. When you fall asleep, with your head upon my shoulder, when you're in my arms, but you've gone somewhere deeper. Are you going to age with grace? Are you going to age with our mistakes? Are you going to age with Lebende. Ja. Ich habe einfach zu viel gegessen. Zu scharf. Da bist du nicht der Einzige. Sag mal, hast du gesehen, wie die Leute da reingehauen haben? Also der Emilio macht das auch wirklich große Klasse. Ja. Was machst du denn hier? Gerade noch von dir gesprochen. Na, wie läuft's? Alles gut? Ja, ich wollte mich bei euch bedanken. Kinokarten? Für den Abend. Hm? Vom Winde verweht. Du, das ist mein Lieblingsfilm. Den habe ich 100 Jahre nicht mehr gesehen. Danke. Danke. Und? Worum geht's wirklich? Was hast du vor? Brauchst du sturmfreie Bude? Okay, ich plane eine kleine Überraschung für Kim. Das kann doch nicht wahr sein. So ein richtiger Wellnessabend mit Schaumbad, Massage. Das ist das kleine Entschädigung dafür, dass ihr so tapfer durchhält. Das wird Kim gefallen. Mir übrigens auch mal. Also, wie sieht's aus? Kann ich die Bude haben? Okay. Vom Winde verweht. Ich freue mich drauf. Hallihallo! Keiner zu Hause? Hey, ist die Dusche immer noch kaputt? Ja, wie du siehst. Jetzt verschwinde. Ja, schon gut, hier halte ich es eh keine Minute länger aus. Ich will meinen Platz in der Nähabteilung behalten. Ich brauch dich aber hier. Du bist doch eh fast nie da, oder? Darum geht's nicht. Du bist eine ganze Zeit lang ohne mich ausgekommen. Die paar Schritte werden doch jetzt kein Problem sein, oder? Noch irgendwelche Bedingungen? Doch.
Also, das mit dem Einbruch, das tut mir leid. Ich wusste nicht, dass sowas überhaupt funktioniert. Ich habe sowas ja bisher nur im Fernsehfilm gesehen. Und da war es bei dir auch echt genauso einfach. Du solltest wirklich dein Schloss mal auswechseln. Es tut mir leid. Ehrlich, ich habe sowas noch nie gemacht und ich werde auch sowas nie wieder machen. Du musst dich nicht entschuldigen. Martha. Das heute Morgen. Ich wollte das nicht. Du hast mich aufgeweckt. Du hast mich erschrocken. Ich meine, niemand weckt mich so auf. Ich habe einfach... Ich hatte in meinem Leben einfach ein paar extreme Situationen. Extreme Situationen? Ich will nicht drüber reden. Aber ich will, dass du mir glaubst. Ich würde dir niemals wehtun. To make you feel my love. To make you feel